Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück bei der großen Frage, die alle Philosophen plagt. Wer ist da Größte, da Fieseste unter den Grünhäuten? Die liebe Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, oder meine Wenigkeit, der Mr. Mörb. Hallöchen, Günner. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salve des Spectatoris. Ich bin tatsächlich gespannt, wer da Fiesesten und da Größten ist. Wir werden es heute rausfinden. Und fies geht's natürlich heute auch wieder weiter. Das frage ich mich fiesen, nicht, was der fiesen und Ork-Kampagne. Vor allen Dingen, also muss man ja auch sagen, super fies sind auf jeden Fall diese ehrlosen Ratten, die mir da diesen Krieg erklärt haben. Einfach so random. Aber machen die damit nicht eigentlich ihren Job? Also es passt ja eigentlich zu den Skaven, sage ich mal so, ja. Ne? So hinterhältiges Vorgehen und bla. Ne? Aber ich finde es insofern ein bisschen albern, weil ja die KI keine Diplomatiestrafen bekommt. Wenn du das ja machen würdest als Spieler, würden dir jetzt auf einmal alle möglichen Fraktionen den Krieg erklären und auf dich draufroffeln, stompen. Ne? Ich weiß. Und du hättest auf einmal deine liebe Mühe, den Kopf über Wasser zu halten. Ne? Und das passiert ja hier in diesem Spiel so gesehen nicht. Ne? Also, das ist halt so eine Schwäche, wie ich finde, an dem grundlegenden Total War Diplomatie Design. Du müsstest eigentlich das, so eine Situation haben, ähnlich wie bei EU4, wo halt einfach klar ist, dass bestimmte Arten von Bündnissen anderen überlegen sind oder Verträge. Na, wie zum Beispiel, dass halt einfach der Verteidigungspakt halt einfach keinen Verrat auslöst, so in der Art und Weise, wenn du dann quasi also dich dann quasi als Verteidiger mit anschließt gegen eine Kriegserklärung. Aber das würde, glaube ich, dem Total War-Feeling widersprechen, weil hier ist ja alles auf maximale Eskalation ausgelegt. Ja. Arathorn im Chat meint, es, ob ihn jemand hauen würde, wenn er behaupten würde, es läge am Schwierigkeitsgrad. Es liegt sicher auch mit daran, aber das liegt, aber ja. Es ist eigentlich nur eine Modifikation der eigentlichen Grundproblematik, würde ich mal sagen. Ja. Und guten Abend, Camper, grüß dich. Wah, ich spiele schon wieder mit meinen Würfeln, ich sollte aufhören damit. So, jetzt kommen die alle. Damit ihr seht, auch hier in den Würfelbecher. Damit Mörbs Finger nicht mehr unanständig sind. So. Das ist alles gar kein Problem, solange die nicht anfangen runterzufallen. Und jetzt hatte ich heute Abend zweimal Glück, dass sie nicht auf den Boden gefallen sind. Weil das regt mich immer auf, weil da muss ich sie suchen. Genau, jetzt spielt er schon wieder im Stream mit seinen Würfeln, der Lump. Korrekt. Im Sinne der Anklage schuldig. Supreme Ruler of Apex. Muss überlegen, wie wir das hier machen. Ich gebe dir mal erstmal gerade hier ein bisschen Klumpen mit, ne? Genau, Hans. Die schmutzigen Gedanken sind ganz allein in euren Köpfen. Auch ein Zitat von mir. Auch nicht schlecht. Auch nicht Muss ich auch mal ein T-Shirt draus machen, ne? Kauft dann bloß keiner. Trotzdem eins nice Idee auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, was kriegst du denn jetzt für einen Schrott? Also, da wäre ich eigentlich gar nicht mal so dagegen, weil er dafür Boni bekommt, ne? Wir können ein bisschen Kohle ausgeben, was das anbelangt. Achso, warte mal, was haben wir hier drin? Ja, ist eigentlich okay erstmal, ne? So, dann bekommst du, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall zwei davon und, Ein Lederbeutel hatte ich auch mal, Arathorn. Ich weiß nicht, wo man reinkommt. Falle lösen mal wieder ein bisschen was auf. Aber ich glaube, es geht ja jetzt erstmal so. Außerdem, wir haben ja bald noch hier ein Gebäude fertig, ne? Und dann sehen wir da noch mehr. Ach so, ja, ich könnte vielleicht mal gerade hier gucken.
Okay, ich habe hier aber ein bisschen Garnison am Start. Das ist ja insofern erstmal ganz brauchbar. Da oben würde ich gerne das hier machen. Das ist immer eine wichtige Sache. Ja, hier unten habe ich die Hosen unten. Ne? Das ist nicht so praktisch. Da habe ich die runtergelassene Hose. Finde ich voll okay. Ja. Geniere dich nicht. Da ist alles in Ordnung. Ich könnte das noch ausbauen. Das wird dann aber ein teurer Spaß, ne? Sehe ich nämlich jetzt gerade, das sehe ich jetzt noch nicht so irgendwie hier, ne? Also wir kennen das ja, Sicherheit geht vor, ne? Vielleicht machen wir tatsächlich auch noch das hier. Das geht von der Kohle ja eigentlich her, ne? Alles andere vergessen wir jetzt erstmal. So, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht brauche ich ja jetzt doch ein War. Ah, Darksteel Katana, hast du Prüfungen bestanden? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Tja, dann sind die wohl weg. Das bist du, ne? Ja. Die... Oh, er hat einen Rattling. Warte mal, du hast nur Gobos, ne? Ich habe aber viel mehr. Ich sehe leider nicht, was der für Level auf seinen Helden hat. Das ist echt so ein bisschen... Ja, schade, dass ich sie nicht verrate, ne? Ja. Das ist ein Warlock-Techniker. Können wir das kämpfen? Wenn es sein muss. Im Tunnelnetzwerk abgefangen. Ach, du hast den da abgefangen. Ja, ich habe ihn abgefangen, ja. Okay, komm, wir gucken mal. Wir gucken mal. Eldorg Schönzahn heißt er. Ich sage erstmal noch Grüße an den Echios. Wie kannst du dich auch nur erdreisten, einen Nicht-Angriffspakt zu unterbreiten? Ach so, ja, den hinterhältigen Ratten, ne? Hast du vollkommen recht, eigentlich. Ja, mein Fehler, ne? Betontotralle. Terra X hat gestern geteilt, dass Cäsars Lager bei Gergovia entdeckt wurde. War sehr interessant. Ah, okay, muss ich mir mal angucken. Das wäre natürlich eine Sensation, ne? Und The Brain cheert hier mit 500 Bits. Du bist wie Lübeck, die Königin der Hanse. Danke, danke. Freue mich schon auf den nächsten Hintergrundvideo. Ja, da arbeite ich momentan dran. Das ist noch ein bisschen schwierig für mich gerade. Aber ich arbeite dran und werde euch da auf jeden Fall mehr Content noch bringen. Also das, ja, möchte ich auf jeden Fall tun. Und du hast noch 10 Emotes geteilt. Auch noch Dankeschön dafür und danke für die Unterstützung. Ja, also ich habe mir ein Buch gekauft zu Hanse. Das lese ich auch gerade. Und ich habe schon ganz gut was gelesen bisher. Aber es ist einfach noch ein bisschen was, was ich da auf- und abarbeiten muss, ne? Bist du bereit? Noch nicht ganz. Oh, der hat sogar Sturmratten dabei. Alter, das ist gar nicht mal, das ist gar nicht mal so ein großer Mist, den der da hat. Ah, die sind in den Nahkampf gelaufen. Gute Idee. Naja, nicht direkt gelaufen. So kann man das jetzt nicht unbedingt nennen.
Ja, das Terrain war sehr unvorteilhaft. Wirklich gute Moral haben die Helden hier aber nicht, ne? Skaven, das hast du erwartet. Die Helden zumindest könnten eine bessere Moral haben. Oh, der ist der Boar. Das ist schon der zweite. Also wie gesagt, ich habe da wenig Chancen gesehen für deine Truppe. Ja gut, ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass du alle Truppen so weit vorne aufstellen das, kannst. Ja, kann ich. Ja, genau, das weiß ich jetzt auch. Und dann kann man diese Situation das nächste Mal dann auch entsprechend ein bisschen anders einschätzen. Das ist wohl richtig. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, aber ich glaube, das ist eine allgemeine Skarsnik-Nummer. Ja, der kann alles irgendwie in die Vorhaut aufstellen. Genau, also zumindest alles, was irgendwie ein Goblin, ne, ist. Boah, meine Skavensklaven sind zurückgekommen. Ah ne, sie sind schon wieder weg. Krass, wie einfach alles flüchtet. Heftig. Ja, das war's. Ja, das ist halt einfach ein mega krasser Vorteil. Ja, vor allen Dingen bei dem Terrain, ne? Ich kann die Rattling Gunner nicht ausspielen. Das ist schon echt eklig. Naja, gut. Auf einer Skala von 1 bis what the fuck, wie überrascht warst du, als ich da vorne stand? Eine 7. Sehr gut, sehr gut. Immerhin. Bücher oder E-Book, fragt Beton Total. Nein, ist tatsächlich ein klassisches Buch aus Papier. Und das ist auch von dem Hanse-Experten in Deutschland schlechthin geschrieben. Jetzt habe ich es dummerweise hier nicht griffbereit rumliegen. Ich werde da aber bald drauf eingehen. Also das Ding ist einfach, ich brauche, um diese etwas längeren Videos zu machen, brauche ich einen größeren Überblick über das Thema. Und das heißt, ich muss diese Bücher immer komplett lesen. Und wenn dann halt an so Tagen, wo ich die normalerweise lesen würde, wo dann mein Sohn irgendwie Durchfall hat und früher aus dem Kindergarten abgeholt werden muss und dann auch den nächsten Tag nicht in den Kindergarten kann, wenn das dann halt zweimal in einer Woche passiert, dann komme ich da halt nicht zu, ne? Das ist halt dann immer ziemlich doof. Insofern wirft mich dann immer ein bisschen zurück tatsächlich, ne? Ja. Und da hänge ich halt jetzt momentan noch fest, gewissermaßen. Das ist so das Ding. Hallo, Fellery. Udi fragt übrigens, was ist denn deine Vermutung, wieso der orange Mann in Amerika sich so auf Statuen fokussiert, anstatt auf Covid? Da geht es um Symbolpolitik. Also die Statue ist ja selbst auch ein Symbol irgendwo. Aber die Politik von Donald Trump, und das kann man an vielen Punkten festmachen. Oh nein. Neue Synchronisierung versuchen. Ja, wir versuchen es. Oh, wir haben das schon mal gemacht. Bei einem anderen Total War Spiel hat es geklappt. Aber was ist denn in letzter Zeit los? Ja, ich weiß auch nicht. Aber guck mal, die geht auch schneller als bei dem anderen Spiel. Die geht deutlich schneller auf jeden Fall. Ja, also was ich sagen möchte ist, das ist wie gesagt, ach komm bitte, Daumen drücken und lädt nochmal, es scheint geklappt zu haben. Mhm. Das ist reine Symbolpolitik. Das ist so wie zum Beispiel, als man, wo war es, in Österreich, die Vollverschleierung verboten hat. Es geht dabei ja nicht darum, dass man sagt, wir setzen Menschenrechte hier um oder wir setzen uns für Gleichberechtigung von Mann und Frau rein. Das sind vorgeschobene Argumente. Es gibt viele gute Argumente, die, es ist jetzt nur ein Beispiel, ne, die dagegen sprechen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ja häufig diese Frauen, die eine Vollverschleierung tragen, ja ohnehin schon diskriminiert werden und in dieser Hinsicht eine doppelte Diskriminierung eingesetzt wird und dann eben auch gesetzlich mehr oder weniger sanktioniert wird. Und
Worum es aber eigentlich geht bei dieser ganzen Debatte ist, man möchte in diesem Land, ne, in Österreich, glaube ich, war das. Warte mal, wo sind... Okay, nee, es scheint aber doch irgendwo geklappt zu haben. Man wollte damals in Österreich so ein Symbol gegen fortschreitende Islamisierung halt setzen und darum ging es eigentlich bei der Sache. Niemandem ist mit sowas geholfen. Das ist genauso wie dieses in Frankreich dieses bescheuerte Burka-Verbot am Strand. Ne? Wie viele Leute gehen in der Burka an den Strand oder sowas. Mhm. Ne? Also ne, das ist dann, das ist alles Kokolores, das ist Symbolpolitik. Und das ist nichts anderes als das, was der Trump macht. In meinen Augen betreibt ganz starke Symbolpolitik. Ich möchte jetzt hier übrigens auch nicht für irgendein politisches Lager das Wort reden. Das sind jetzt einfach nur so zwei Beispiele, die mir einfallen, die man eher kontrovers halt sehen muss und nicht so... und wo man sehr leicht auch mit vorgeschobenen Argumenten zu tun haben kann. Ne? Jetzt abgesehen davon, jeder von uns weiß, dass das natürlich diskriminierend ist, wenn man Frauen dazu zwingt, irgendwie 5 Kilogramm Stoff auf ihrem Kopf mit sich rumzutragen oder sonst irgendwas. Ne? Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Für die anderen ist es ein Ausdruck von religiöser Freiheit, aber kann man natürlich auch irgendwo einwenden. Die Freiheit hat ja da dann auch Grenzen, wo man andere Personen halt benachteiligt. Man macht es aber nicht besser, wenn man die noch zusätzlich benachteiligt, indem man halt dann noch ein zusätzliches Verbot dieser Bekleidungsform dann eben durchsetzt. Ne? Wie gesagt, Symbolpolitik. Und darum geht es halt eben auch... und darum geht es halt eben auch bei dieser Politik in den USA. Warum baut der Trump eine Mauer da unten? Jeder weiß, dass diese Mauer scheiße ist und nichts bringt. Jeder weiß, dass niemand sich von dieser Mauer aufhalten lassen wird. Aber es ist Symbolpolitik. Es soll der Eindruck entstehen, so ich mache jetzt hier endlich mal was, damit die Immigration aus Süd- oder Mittelamerika eben aufhört. Ne? Das ist die Intention, die Message, die gesendet werden soll. Und das ist halt eben das Ding. Und das mit den Statuen ist genauso. Da, warum sollen jetzt auf einmal irgendwelche Statuen geschützt werden? Naja, das ist eine Klientelpolitik, um eine gewisse Beschönigung der, um eine Deutungshoheit in der amerikanischen Geschichts- und Gesellschaftsforschung eben irgendwie zu behaupten, die hier von einem ganz klaren Lager besetzt werden soll. Das ist die Überlegung, die dahinter steht. Das ist auch reine Symbolpolitik. Es soll der Eindruck entstehen, wir schützen heimatliche Werte oder wir schützen nationale Werte, wir schützen unsere nationale Identität. Das ist ein ganz klassisches konservatives Handlungsmodell. Es bleibt alles so, wie es ist. Macht euch keine Sorgen. Das ist die Message, die damit kommuniziert werden soll. Dass das natürlich total daneben ist, die Statuen von irgendwelchen Sklavenhalterbefürwortern da irgendwie zu aufzustellen. Und dann muss man halt eben auch noch sagen, die werden ja auch politisch instrumentalisiert von, ich würde mal sagen, geringfügig bis stark extremistischen Gruppen. Ne? Die werden ja auch entsprechend instrumentalisiert. Da brauchen wir uns eigentlich nicht drüber zu unterhalten, dass das wenig Sinn hat im 21. Jahrhundert. Ne? Also wo sind die Daseinsberechtigungen für solche Dinger, ne? Aber es soll halt hier an dieser Debatte, da geht es um einen anderen Wert, ne? Nämlich um eine Frage der Identität. Und das ist das Symbolische, was dahinter steckt. Oh, an der und Stelle gerade eben, muss ich kurz einkommen. Covid kann man ganz wenig, ganz kurz noch, bei Covid kann man ganz wenig Symbolpolitik betreiben. Ich wollte ganz, ganz kurz sagen, danke an Monsters and Explosions für den Raid mit 120 Personen. Ich schätze mal, da ist der Jules dahinter. Guten Abend. Ja, das ist der Jules. Hallöchen. Herzlich willkommen bei unserem momentanen Live-Aufnahme im Against mit den Grünhäuten in Total War Warhammer 2. Genau, die GameStar hat mich gerade geradet. Ja, freu dich. Das ist eine große Ehre. Ja, eine große Ehre. Vielen Dank. Aber sie raidet leider den Falschen, weil der größte und fieseste ist immer noch der Grimgorg. Der größte bist du, aber nicht der fieseste. Der fieseste bin ich, behaupte ich immer noch ganz packend dreist. Ah, hier gibt's so cooles Zeug. Das baue ich jetzt alles auseinander. Das hier nicht. Ah, das ist so cool. Das hier, nee, auch nicht. So, also Günner, ich habe auch just in diesem Moment gerade eben tatsächlich noch die letzte Ork-Fraktion, die hier auf dem Planeten ist, noch konföderiert. Hm? Ork-Massiv gehört jetzt mir. Wen hast du konföderiert? Das Ork-Massiv. Wo waren die denn? Das Ork-Massiv. Das ist ein Ort. Wo? Bretonia. Ach so, okay. Genau, die habe ich gerade konföderiert.
Achtung, Bretonen-Roffelstomp in 3, 2, 1. Im schlimmsten Falle hast du recht. Mal gucken, wie lange du es behältst. Ja, im schlimmsten Falle hast du recht, das wäre echt düster. Aber warte mal, kann ich da nicht vielleicht den Typen austauschen? Gott, der ist ja wieder mal verskillt und zugenäht, sage ich dir. Ah, der Zauberer ergänzt auch gerade, die meisten dieser Monumente wurden nach 1900 errichtet. Echt jetzt? Also vielleicht insbesondere um die es da geht. Ne? Also ja, es ist ja immer noch mal was anderes bei den zeitgenössischen Sachen. Ne? Man darf ja auch sagen, bei vielen dieser Leute damals war das in den Wertevorstellungen nicht drin, dass Menschen gleiche Rechte haben. Siehe Antike, ja, also Aristoteles, ne, der ganz natürlich, oder Platon, die ganz natürlich davon ausgehen, dass es halt Sklaven gibt und dass Frauen zum materiellen Besitz eines männlich dominierten Haushaltes gehören. Das waren deren Ansichten damals, aber auch hier in dem Zusammenhang amerikanische Revolution und französische Revolution gelten ja schon so als Beginn einer Emanzipationsbewegung, ne, die sich für die Rechte aller möglichen Menschen eben einsetzt. Ne. Wobei man tatsächlich auch sagen muss, das muss man dann auch immer im damaligen Kontext so sehen, ganz lange, wenn die Leute von Menschenrechten sprechen, auch in dieser Zeit, das muss man auch bei der Französischen Revolution immer bedenken, die meinen natürlich ihre eigenen Rechte und nicht die Rechte der unterprivilegierten Bevölkerungsschichten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das klingt heute ein bisschen anders, wenn wir von Menschenrechten sprechen, weil wir uns da natürlich so ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber damals meinen die Leute das häufig gar nicht damit. Das ist auch so ein bisschen die Entmenschlichung quasi der anderen, ne? Die ja eigentlich auch heute noch in einigen Milieus ja stattfindet, dass man die anderen als weniger wert ansieht, weil die kommen ja nicht von hier. Nagarond hat Hackgräf konföderiert. Oh mein goodness. Ach, die Schädelquetscher hast du konföderiert. Sag es doch gleich. Ja, die Schädelquetscher, ja. Das habe ich mir auch 4000 kosten lassen, weil so kam ich nochmal in den Genuss einer weiteren Stadt. Mhm. Und die ist jetzt halt auch noch komplett ausgebaut. Aber ja, du hast recht, es kann ein Bretonen-Roffelstomp jetzt tatsächlich stattfinden, aber ich hoffe, er kommt nicht. Wäre sehr tragisch, wenn er käme. Dinge, die ich nicht haben muss. Was habe ich eigentlich hier bekommen? Hey, ich bekomme einfach... Die haben doch echt Werbung gemacht, ne? Du bekommst Lindwürmer, du bekommst dieses und jenes, je nachdem, was du für Länder... Ich krieg eigentlich immer genau diesen Mix. Das ist so, als ob ich Karten spiele. Ein Haufen 7er und 8er und 9er, aber nicht in der richtigen Kombination auf der Karte. Auf der Hand. Ah, da bist du, okay. Ja, der hat mich ja angegriffen, ne? Ja, trotzdem. Gute Nacht, Navy Seal. Puh, okay. Ich bin ja mal jetzt echt gespannt, ob ich es da rechts... eigentlich müsste ich das schaffen. Ich müsste sogar noch das hier mitnehmen können. Ganz beiläufig. Mein größtes Problem ist halt immer noch der Goldmangel. Ich habe halt hier nirgendwo ein geiles Einkommen. Ich lebe nur davon, dass ich so richtig billigen Goblin-Trash habe. Davon lebe ich hier gerade. Weiß die beiden sogar auch noch raus gleich. Prozent. 10%. Und Dankeschön an Finnkern für deinen Twitch Prime Resub im zweiten Monat fortlaufend. Insgesamt schon 4 Monate. Dankeschön. Und guten Abend übrigens. Na, was überlegst du gerade so lange genau? Ich überlege, ob dass die Tatsache, dass du mich plünderst, schon als Kriegshandlung zu werten ist.
Aus meiner Sicht nicht. Wo plündere ich dich denn? In der Krummzahnfeste östliche Düsterlande. Da plündere ich dich doch gar nicht. Ja, aber ich glaube, dein Radius, der Radius deiner Armee, der liegt über meiner Grenze und dadurch plünderst du mich da. Nein, ich plündere dich nicht, sonst würde ich ja Geld bekommen. Ich bekomme das aber hier als Nachricht. Du plünderst mich. Ich Ich krieg habe auf den vorhin tatsächlich da entsprechenden einmal Malus. geplündert, aber nur zur Regeneration. Wenn dir die 183 so Hä, wichtig sind. warte mal, die Plünderung durch Furtkorps Schleuder von der Fraktion Halbmonde in Grunze beeinflusst unseren Gehorsam öffentliche Ordnung. Hä? Aber warte mal, das ist jetzt. Hä? Der Typ heißt auch gar nicht Furtkorschleuder, der heißt Eldorg Schönzahn. Das ist dein War, der dabei ist? Ja, das ist dein War, der dabei ist, der mich plündert. Ja, aber dafür kann ich nichts. Nee, aber der steht doch in deiner Armee drin. Ja, natürlich kannst du was dafür. Beweg dich mal einfach einen Zentimeter nach Süden. Ich konnte nicht weiterlaufen. Ich will nach Caracascal. Also Ja. das finde ich jetzt schon wirklich, also kaum bin ich weg, dass deine Hauptstadt nicht mehr in Gefahr ist, will der Günner jetzt mir hier einen Krieg an die Backe Nee, labern. nee, 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 du Das plünderst biegt aber mich. gerade das Gentleman Agreement gerade eben schon sehr, Nee, du plünderst. sehr. Moment mal, ich sag doch nur, beweg dich einen Zentimeter nach Süden. Ja, kann ich nicht, er konnte nicht weiterlaufen. Ja, machst du nächste Runde. Der geht auf jeden Fall noch weiter, keine Sorge. Aber ich wusste nicht, dass der War alleine deswegen schon, weil es einen War hier gibt, an der Grenze, also nicht mal in deinem Terrain, deine öffentliche Ordnung so belästigt. Das Ich ist. finde das auch irgendwie sehr seltsam. Faszinierend. Ja. Ja, muss aufpassen, Günner, ne? Ich werde jetzt hier gerade eben im Chat schon ganz massiv dazu aufgerufen, nicht lange zu fackeln und dir einfach den Krieg zu erklären. Aha, ja, dann passe ich mal besser auf, was ich hier sage, Ich halte mich noch zurück. Meine Berater müssen ein ne? bisschen gemäßigt werden. Ja. Zügle deine Berater. Genau. So, Grima Schlangenzunge, ist jetzt genug hier. Da ist genug Halt Spaß, Grima. Jetzt ab in die Kiste, genau. Halt die Schnitt, sonst kommst du in den Dippen. ne? Beide Chats schreien nach Krieg. Okay. Ist jetzt Eine auch nach nicht dem wirklich anderen. neu. Komm, wir nehmen die hier noch mit und dann. Ah, warte mal, stopp, halt. Da brauche ich ja noch Kohle für, ne? Ja, da brauche ich noch Kohle für. Warte mal kurz. Hans meint, die kann man doch nimmer Berater nennen. Die wollen alle nur Blut sehen. Ja. Die meisten von euch haben doch heute Abend schon Blut gesehen, als ich Blood Bowl gespielt habe. Und muss ich es nochmal erwähnen? Das wahrscheinlich drittschlimmste Erlebnis aller Zeiten in Blood Bowl, das ich jemals hatte. Ich werde heute Nacht davon träumen. Schreiend aufwachen. Mittendrin. Nein! Nicht du, unbekannter Spieler Nummer 37. Ich weiß gerade nicht mehr wer, aber einer ist gestorben. Ich weiß es echt nicht mehr. Irgendeiner ist gestorben. Das war sehr, sehr bitter. Ich glaube, es war sogar der, der als letztes den Level abbekommen hatte. Oh. Guten Abend, Serena. Wir müssen leider gleich wieder die Folge beenden, Günner, und dann die nächste aufnehmen. The Brain meint gerade eben im Chat, Merp, vielleicht hilft es eine Niederlage gegen Günner Blood Bowl zu vergessen. Ja, das könnte es, aber so funktioniert Therapie, glaube ich nicht. Ah ja, okay, eine Armee, aha. Ich wusste aber echt nicht, dass eventuell wirklich dieser Radius dazu beiträgt. Das ist auf jeden Fall total merkwürdig, wie ich finde. Das Einzige, was sein kann, Naja. ist. Nee, warte mal, du bist ja doch da gar nicht drin. Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, weißt du, was sein kann? Das ist doch in östlichen Düsterlanden, oder?
Ja, ich glaube, das war das. Das kann sein, weil wir uns halt das Gebiet teilen. Das ist allein dadurch, weil ich halt ein War habe, die öffentliche Ordnung da bei dir halt runtergeht, weißt du? Ich meine, das würde schon Sinn ergeben. Nee, das war. Nee, das war Krummzahnfeste, sagt er mir ganz. Obwohl, ja, aber das wäre ja die ganze Provinz. Das kann ja nicht sein. Du plünderst doch nur die Region. Du plünderst doch nicht eine ganze Provinz. Überleg mal, wie OP Ja. das wäre. Du stellst dich dann irgendwo so in so einen Eckzipfel rein, plünderst dann den einen Typen oder alle Typen dann so komplett da weg. Das wäre schon ein bisschen arg heftig, glaube ich, ne? Also ich weiß nicht, dass ich da gerade eben noch drin gestanden hatte, aber das war halt vor einem Turn. Das macht jetzt gar keinen Sinn Mhm, mehr. ja. Also wenn vor einem Turn die Meldung gekommen wäre, hätte ich zugestimmt, aber jetzt nicht. Ja, das ist ein bisschen weird, auf jeden Fall. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so. Dann, also ich weiß ja, was mir da, Oh. was das in etwa bedeutet. Der Pizza hat es da. Dankeschön für deinen Twitch Prime Sub. Grüß dich übrigens, mein Guter. Das ist übrigens mein bester Real-Life-Kumpel. Lange nicht mehr gesehen. Wir müssen uns mal wieder treffen. Hoffe, der Familie geht's gut. Mach mal das hier. Mach mal. Ja, machen wir das hier. Was auch immer das ist, was du Und machst. ja. Whatever you do, do it right. And now, and quick. Denn wir sind schon bei 32 Minuten und 7 Sekunden. Ja, Zement mal grad. Ich weiß noch nicht, ich muss mir noch hier überlegen, welche ich will. Also ich finde die nicht so schlecht, weil die haben halt diese eine ganz nette Ability, ne? Komm, ne, mach mal. Einer davon ist ganz gut, glaube ich. Und was können wir hier noch machen? Finde ich auch ganz nice, ne? Kommen wir noch eins mit da rein. Und dann reicht mir das hier auf jeden Fall schon mal. Und dann beenden wir mal unsere Aufnahme für jetzt. Und der Livestream geht natürlich weiter. The show must go on. Exactly. Und ich wünsche euch dann erstmal alles Gute. Freue mich auf den nächsten Part mit euch. Und sage dann erstmal Pax vobiscum, valete. Ciao.